Ja, oder Wenn du du nicht hast noch schlafen ein gehst, Stück. wirst du auch nie älter. Ja. Korrekt. Lustig. Musst nur Jawohl. dauerhaft durchmachen und dich mit Mittagsschläfchen durchhauen, dann wirst du nie älter. Ja, es gibt ja keine neuen Tage, das ist doch Genau. relativ logisch. Also, Leben Ich vom hab. Land gibt's. Hey Ben, du gehst in die Wildnis, ich hab dir was Ah! besorgt. Falls du in den Besitz einer seltenen Lol. Zart gekommen bist, wäre jetzt der Zeitpunkt zum Sehen. Auch wenn es heißt, dass es eine ganze Jahreszeit braucht, haben mir verlässliche Quellen gesagt, dass es nur 24 Tage dauert. Das Resultat soll angeblich die süßeste Frucht der ganzen Welt sein. Wir haben einen Granatapfel. Sehr Jetzt schön. muss ich ihm damit sehen helfen, gell? Meine Geister sind heute sehr glücklich. Wäre sinnvoll. Und ein wunderschöner sonniger Tag. Ach so, wir sollten gar nicht in die Mine, wir sollten jetzt sehen. Wir haben den 1. September. Ja. Quasi. Mine wäre heute dezenter Schwachsinn. Lol, die gemischte Saat geht ja noch auf. Das ist ja interessant, man kann gemischte Saat vorher pflanzen. Zieh mal an. Das wusste ich nicht. Vielleicht hat er aber auch Glück gehabt und hat eine gemischte Saat gepflanzt, die zufällig Die Mais enthält. gemischte Saat ist nur gemischte Saat. Also Eine das. gemischte Saat ist auch Eben. zufällig irgendwas. Aber Und immer vielleicht. passend zur Jahreszeit. Ja, und vielleicht hast du passenderweise Mais gesät. Ja, das wärst du ja nicht vorher. Naja, aber deswegen hat es jetzt Naja. diesmal vielleicht funktioniert, aber ansonsten funktioniert es vielleicht nicht. Ja, Felix der Glückliche. Meine Eltern haben mir nie zu Unrecht diesen Namen gegeben, ne? Könnt's halt. Die wissen halt, was gut ist. Ja, ungefähr. Oh Wenn toll, ich ich habe ernten keinen mal, du Weizen im brauchst nur Inventar. sehen und. Bin hier schon dabei. Nur sehen ist. Ist wie viel Mais? Ich hätte nie nur, se nur sehen und ich ernte sagen sollen. Das ganze Mais hier unten ist aufgegangen. Das habe ich schon die ganze Dinges durchgemacht. Ganzen Sommer durch den Mais. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und Gott ernährt sie doch. Ups. Ups, falsches Werkzeug. Soll ich mal Saatgut kaufen? Ich habe noch relativ viel Saatgut, aber du kannst natürlich noch Ja. Neues kaufen. Was Ja, brauchen wir denn? Saatgut, wir brauchen dann bald nur noch eine neue Saatgutkiste. Bevor du Saatgut kaufen gehst, kannst du noch eine neue Saatgutkiste erstellen. Dass dein Inventar dann Also wir zu. brauchen keine Preiselbeeren. Ich nicht die Kiste zu viel gebaut, mal hier reingestellt. Na, so ist er weg. Sind wir das Zack. verbarrikadierte Fenster da reingehackt? Das Helm. Sehr lecker. Rhabarber. Kaba. Rhabarber. Das ist Kaba. verbarrikadiert. Oh, leck mich. Aber die scheinbar eine normale Antwort von euch erhalten. Kaba. Da kommt Das die Antwort, Felix, du darfst. erinnert mich jetzt an Rick und Morty. Rhabarber. Du sollst eine Antwort geben. Ja, das Fenster hast du, glaube ich, letztens reingemacht. Aber nichts War das nicht? verbarrikadierte. Ich kann das nicht Verbarrikadierte? aussprechen. Ba Baby Bell, ba 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 Baby Bell. Ba 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 Baby Bell. ba 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 Baby Bell. Er Also wir hatte brauchen übrigens immer keine die Preiselbeeren. Eisenmusik. Was Es brauchen wir klingt. sonst? Es klingt so schrecklich. Also ich habe noch Preiselbeeren, ich habe noch ein bisschen Artischocken, aber davon wenig. Weintrauben müsste fein sein, Auberginen sind fein, Süßkartoffeln wäre ganz cool und rote Beete, glaube ich, wäre noch ganz gut. Also rote Beete, Süßkartoffeln und was war das erste? Artischocken. Artischocken. Mäh. Klingt das die ganze Zeit hier unten? Nee. Jetzt gehe ich erstmal Oh Money, zu meiner Angetrauten. was ist mit Geh mir Mani? aus dem Du hast noch Weg. keine Angetraute, Felix. Naja, aber eine Verlobte quasi. Nee, du hast eine Freundin. Verlobte. Felix ist auch so ein Mensch, der seine Freundin als Frau bezeichnet, oder? Ja.
Ach, ich finde das furchtbar. Das mache ich nicht. Das ist immer meine Freundin, bis ich verheiratet bin. Vorher ist es nicht meine Frau. Ja, ich weiß. Manchmal sage ich. Ich habe auch einen Kumpel, der war vielleicht 3 Wochen mit seiner Freundin zusammen und hat gesagt, ja, ich muss heute Abend zu meiner Frau. Und mein Opa hat zum Beispiel immer gesagt, warum nennst du nie Nicole, sondern deine warum nennst du nicht Nicole, sondern deine Freundin? Ich so, ich wechsel da eigentlich immer damit. Okay, Moment, wartet mal, ich bin mal verwirrt. Was, Kürbissaat haben wir? Oder nicht? Es gibt nämlich noch viel mehr, als du aufgezahlt hast. Nee, ich habe keine Kürbis aufgezählt. Achso, dann. Im Gewächshaus. Das ist ja egal, dann machen wir noch ein bisschen Kürbissaat. Mais haben wir genug. Auberginen? Hab ich auch genug. Echt? Senfkohl? Hab ich nicht. Süßkartoffeln habe ich hier schon. Preiselbeer ist genug. Weizen? Hab ich auch nicht. Weizen kannst. Sonnenblumen? Haben wir genug. Feen? Ja, aber die sind doch nicht Herbst, oder bin ich blöd? Sommer und Herbst. Feen? Was? Was? Feensaat, das ist eine Blume. Ja, hol einfach. Hab ich keine Saat zumindest von. Wir haben genug Geld, hol einfach von allem ein bisschen was. Ich kaufe jetzt etwas, wovon wir schon 100 Saatgut haben. Ja, aber wir können. Amaranth? Wir können doch noch im Gewächshaus anbauen. Amaranth? Ich hab's nicht. Ich zeig's dir gleich, Missy. Amaranth kannst du noch holen. Das hatten wir zumindest schon fertig. Also du musst Saatgut kaufen, so wie ich das hier gerade mache. Scheiße, und dann nicht wieder verkaufen. Läuft bei dir. Alumi! Also du kaufst Saatgut. Und dann musst du mit der Hacke ein Loch machen und das Saatgut da reinlegen. Dann musst du gießen. Du musst jeden Tag gießen, es sei denn, es regnet. Oder du hast Sprenkler. Oder du hast Sprenkler. Später hast du dann auch Sprenkler. Am Anfang musst du noch gießen. Toll, ich habe Müll geangelt im Ozean. Okay, also du kannst mit der Kupferhacke oder mit der Hacke, die du halt hast, hier so... Hast du das eine normale Hacke? Ich würde ja fragen, kennt ihr Harvest Moon? Genau. Ich kann dir das mal zeigen, wir machen dann hier so. Na, da nicht, verdammt, da kommt der Weg hin. Hier. Bin ich eigentlich schon die bessere? Wenn jemand Lust hat, ne, von Lumis Zuhörern, ich habe jetzt 20 Tage frei und nichts zu tun. Wenn jemand eine kleine Einweisung haben will, ich halte mich zurück mit Spoilern, muss er mich. Das glaube ich nicht, aber. Anschreiben so, und dann. Da. Aber ansonsten ist Stardew Valley eigentlich sehr einsteigerfreundlich, also das packt selbst jeder, der da neu in das Spiel reinkommt. Packt selbst jeder? Krass. Ja. Das yes. packt jeder, der neu ins Spiel reinkommt. Oh mein Gott. Haben wir jetzt eigentlich noch Dünger? Ich habe keinen mehr. Ich habe alles an Dünger verballert, was ich hatte, was ich herstellen konnte. Ein bisschen Dünger müsste, glaube ich, noch da sein in der Kiste. Ich habe letztens erst was hergestellt, außer Benny hat's verbraucht. Ich habe 5 Dünger waren noch in der Kiste, meiner Meinung nach. Leg es mal noch Saatgut in die Saatkiste, ne? Falls Saatgut in die jemand keine Energie mehr hat, kann er ja immer noch Saatgut pflanzen. Wir haben immer noch 103.000. Genau, versuch's mal, so schwer ist es nicht. Das erklärt sich vor allem vieles von selber. Eben. Nur fast wie Minecraft. Nur bei den Events gibt es ein bisschen Geheimnisse, was man wohin geben muss oder sowas. Ja, also sagen wir mal so, wenn man mehr weiß, dann kann man natürlich auch vielleicht coolere Sachen machen, aber das ist auch am Anfang so zum Spielen gar nicht so wichtig, glaube ich, dass man eh noch genug zu tun. Also man lernt eigentlich mit jedem Tag, lernt man Neues. Und selbst wenn, es gibt notfalls ja auch ein Wiki, also man Wiki, ist nicht Wiki. Komplett verloren. Man ist nicht komplett verloren in dem Spiel. Das ist eigentlich das Schöne, es gibt so viel Community eigentlich. Ja, aber es ist ja trotzdem okay, wenn man nochmal uns fragt, wenn wir gerade online sind. So ist ja nicht. Bin ja auch gerne gewillt und bereit zu helfen. Mit dem einen Vieh habe ich dann sogar mal zusammen auf seiner Farm gespielt. Ja, so ist die Lumi. Sie macht halt mit allen alles. Ja. Yeah. Der neue, die neue Überschrift für uns. Wer ist der Scherzkid, hat eigentlich die Lampe neben den Baum gesetzt, damit er nicht mehr wächst oder was? Hä, was? Oh. Du darfst die Lampen nicht im direkten Umkreis um die Bäume setzen, dann wachsen die nicht mehr. Baue es halt ab mit der Spitzhacke und hab ich gerade schon.
Ist es nicht egal, wenn der Baum schon ausgewachsen ist? Nee, der trägt auch keine Früchte mehr, meiner Meinung nach. Echt? Oh, okay. Ja. Ist so nächste. Nosse. Nosse Bier. Oh, hier gibt es Pfifferling. Ne, ein gewöhnlicher Pilz steht hier. Ah, ein Schleim. Bist du schon so weit? Nein. Das ist schon Schleim, gibt die Uhrzeit. Im geheimen Wald? Achso, du bist im geheimen Wald. Ne, ich muss ja ein bisschen Hartholz sammeln. Ja, schon recht. Wer macht denn eigentlich zuerst den Ausbau? Ich will erstmal mein Pferd. Ich dachte, es geht jetzt erstmal um. Also, ne, die Hartholzsumme ist sowieso dieselbe, aber. Ich hab noch kein Pferd. Du kannst mein Pferd auch nehmen. Pferd. Du hast aber mein Pferd umbenannt. Nein. Lumi, drück mal dein Inventar auf. Was steht denn rechts unten? Steht da ein Pferd? Ja. Ja, da hast du ein Pferd. Was? Rechts oben? Steht bei dir auch ein Pferd? Bei mir ja, Lumo. Und beim Felix? Bei mir steht Fury. Das nicht mehr existiert. Ja, nee, wir brauchen schon noch ein Pferd, das geht so nicht. Ja, aber wir haben zwei Pferde, das reicht erstmal aus. Wir können erstmal dem Streamer was Neues bieten und zeigen, wie so ein Kind aussieht. Aber ich wollte jetzt zu dritt durch die Gegend reiten. Dann laufe ich halt nebenher und du nimmst das Pferd. Dann ist es mein Pferd, ist schon in Ordnung. So. Eben. Hauptsache, du kannst reiten, Lumi, ne? Ja, schön, dass du wieder da bist. Süß. Was? Hauptsache, du kannst reiten, Lumi, ne? Auf einem Pferd. Reiten. Ja, ich rede doch die ganze Zeit vom Pferd. Wovon redest du denn? Weiß ich ja nicht. Ich rede von dem, was Lumi nicht meint. Wenn ihr auch nicht. Ich bin Leute. Warum ist eigentlich die eine Hälfte unserer Farm schon mit diesem schönen Holzboden besät und die andere Hälfte irgendwie noch so mit den dreckigsten allerersten? Weil ich keinen Bock mehr hatte, beziehungsweise weil da schon der Stream geendet hatte. Und wir erstmal mit angefangenen Dingen zu Ende machen, Felix. Ja, mache ich gleich. Was denkst du, wie das bei Minecraft bei ihm aussieht? Ey, bei Minecraft habe ich eigentlich immer einen See untertunneln und den komplett mit Glasboden als Dach ausstatten. Ja, das machst du aber jedes Mal, du wirst niemals fertig. Hast du noch keine bessere Trinkshacke, Ben? Nö. Okay. Das kannst du so nicht sagen. Ausgerechnet du die noch nicht ausgebaut hättest, wundert mich. Mir hat keiner angeboten, dass ich die Hacke ausbauen könnte. Du hast nie danach gefragt. Ja, ich habe nicht gekriegt, dass ihr eure Hacken ausgebaut habt, ehrlich gesagt. Ich habe meine ausgebaut. Oh, Frechheit. Es gab einen Check von 500 Gold von Louis. Nein. Meinst du was? Wir haben aber noch gar nicht alles gepflanzt. Moment mal, wir haben hier wieder was verkackt. Lumi. Du hast hier sogar gedüngt, wo nichts bewässert wird. Ja, und wir bewässern ja dann halt selbst. Oder das sind aber halt zwei jetzt, die bewässert werden müssen. Warum stellst du nicht einfach hier einen Sprinkler hin? Weil es dann doppelt bewässert hier auf der Seite. Oh mein Gott, das bewässert doppelt. Dann gehen die Pflanzen ein. Was? Ja. Ernsthaft? Meiner Meinung nach schon. Wenn du die zu viel bewässerst, gehen die auch wieder ein. Also im Real Life ja, aber im Spiel, das ist doch totaler Spaß. Ja, glaube ich nicht. Hast du Kühe gemacht? Ja. Ja, okay, wir bauen erst das Kinderzimmer. Bin ich überzeugt. Ich gehe jetzt ins Bett. Ja. Ich hätte gesagt, wir machen zuerst ein Pferd. Nee, ist in Ordnung. Wir müssen ich habe ja eins. Der Felix sammeln. Und Felix eins gehört ihm ja nicht mehr. Das ist ja jetzt meins. Ich würde es gerne für heute dann sein lassen. Sammeln, bevor ihr hier in ins Bett dann? Ja. Ui, okay. Wir haben gerade mal 49 Hartholz, bevor in Euphorie ausbrecht. Wir brauchen noch 100 Hartholz, bevor wir überhaupt dran denken können, irgendwas zu bauen, weil beide 150 Hartholz brauchen, egal welches Bauvorhaben wir da machen. Na gut. Das ist prinzipiell ist es total egal, was wir zuerst bauen. Wir brauchen also brauchen wir noch 10 Tage. Genau. Und das scheint mir finden halt noch in der Mine oder so ein bisschen Hartholz. Ja gut, Ben, gehst jetzt ins Bett? Ich bin im Bett. Du zockst vom Bett aus? Nee. Ich dachte, du wolltest jetzt aufhören zu streamen. Ja, wollte ich auch. Ich meinte aber in-game bin ich im Bett. Ach so, nein, ich meinte der Out-Game-Bett. Ja, ich muss erst noch was essen und dann würde ich gerne ins Bett gehen, ja. Ich würde doch sagen, wir haben jetzt gut vorbereitet. Genau. Na gut. Ich trete ja schon bei.
Allein, dass wir schon 39 Stunden gespielt haben, ist schon. Ernsthaft. Zumindest ja, stand da gerade von 39,47 bei mir. Ich bin bei 115 Stunden. Oh, es ist Herbst, gell? Och, wie schön. So, ja. Ich tue jetzt einen Benny beim Stream zu gucken. Warum das? Na, da kann ich einen Chat mitlesen. Ah, nein, mein Chat, ich wollte doch über dich lästern. Ja. Sehr schön, dann kann ich ja bei meinen Leuten über dich lästern. Ja, dann was ich dir schicke, ne? Zerbrochene Bierflaschen. Ja, das haben sie ja noch gar nicht mitbekommen. Aber es ist eh gerade noch niemand online, das muss ich nachher nochmal erzählen, wenn jemand da ist. Es interessiert sich keiner für die Bierflaschen. Das würde ich so nicht sagen. Das würde ich so nicht sagen. Aber du kannst ja die anderen Jungs dann fragen, wie sie zu Radeberger stehen. Warum soll ich das hier Jungs? Ich habe noch ein neues Kochrezept erlernt: Auberginen-Parmesan. Vergiss nicht, dich gesund zu ernähren oder du wirst nicht genug Energie für deine Arbeit haben. Ich werfe eines meiner Lieblingsrezepte dazu. Benutze auf jeden Fall reife Tomaten. Wofür brauche ich denn bei Auberginen-Parmesan Tomaten? Auberginen-Parmesan, das klingt schon ekelhaft. Also die Kombi mit Bananen klingt ekelhaft. Auberginen-Parmesan an sich. Hä, Bananen? Wie kommst du denn auf Bananen? Ich hab Bananen verstanden. Was hast du denn gesagt? Auberginen-Parmesan. Auberginen-Parmesan. Als Und da war Tomaten noch im Text. Als doch Tomaten? Ja. Bananen verstanden. Oh Gott, ich sollte vielleicht wirklich schlafen gehen. Alter Schwede. Vielleicht solltest du erstmal einen Schluck Kaffee trinken, solltest du erstmal. Ich trinke ja schon Kaffee. Mehr und heute Kaffee nicht so lange wach bleiben, wäre, glaube ich, ziemlich wichtig. Ey, ohne Scheiß, ich wollte gestern ja bis um 20 Uhr wach bleiben, damit ich doch ordentlich durchschlafe. Und dann bin ich um 18 Uhr eingeschlafen und dann bin ich um 3 Uhr nachts wieder aufgewacht und war volle Kanne wach und seitdem konnte ich nicht mehr schlafen. Ich bin 4 Uhr ins Bett. Da hat diese 27 Stunden Wachsein ja richtig gelohnt für dich. Ja, vor allen Dingen bin ich jetzt ja schon wieder. Was haben wir jetzt? Jetzt bin ich schon wieder seit 17 Stunden wach. Also. Du machst Sachen. Ich bin heute gemütlich 10.30 Uhr aufgestanden. Das klingt sehr nett. Ich lebe gerade den Traum eines Hartlers. Ich einfach die ganze Zeit die Dota-Buchstaben drücken will, das geht noch übermüdet, das ist der Wahnsinn. Ja, wenn man das halt die ganze Zeit macht, hat man das irgendwann im Rückenmark, ne? Es gibt im Dota gibt's ja momentan so ein so ein Mod, den alle spielen. Und den habe ich jetzt auch gespielt, obwohl ich das eigentlich immer hasse, Mods zu spielen. Ich mag eigentlich das normale Dota lieber, aber irgendwie. Battle Royale. Hallo Xan. Battle Royale Dota. Das ist immer interessant. Battle Royale, sondern so ein ganz gerade abgefahrenes Zeug, Auto-Chess oder so irgendwie. Auto-Chess heißt. Und als ich auch letztens schon. Genau, als ich jetzt von Montag auf Dienstag durchgemacht habe. Habe ich danach den Stream um 7 Uhr morgens, glaube ich, habe ich dann angefangen, Auto-Chess zu spielen, weil ich konnte halt irgendwie nicht schlafen und habe es dann mit der Missy zusammen gespielt. Und wir haben, glaube ich, 6-7 Stunden lang Auto-Chess gespielt. Und jetzt will ich die ganze Zeit, mit meinen Fingern Auto-Chess spielen. Ja, dann entweder man liebt es oder man hasst es. Hallo, Sarah. Doch kein eigener Stream heute. Danke dir fürs Nachkommentieren. Ich habe jetzt allerdings ehrlich gesagt, ich habe mir fest vorgenommen, dass ich es mir nochmal angucke mit deinen Kommentaren zusammen. Habe ich aber bisher zeitlich nicht geschafft, weil ich nur dabei bin, durchzumachen und nicht wirklich fit zu sein. Ich weiß nur nicht, wie ich Rüben in den Kühlschrank des Bürgermeisters tun kann. Oh, wir müssen doch pflanzen. Was mache ich denn hier? Achso, und ich brauche einen Forellenbarsch. Wieso müssen wir noch pflanzen? Ich habe noch Samen. Was, einen Forellenbarsch? Willst du pflanzen? Nee, ich brauche noch einen Forellenbarsch. Saatgut. Achso. Aber dann pflanzen wir jetzt nichts mehr, oder wie? Wir haben eigentlich jetzt so wieder so viel, wie wir sonst immer hatten. Ich würde es nicht alles vollpflanzen. Ihr könnt auch noch was ins Gewächshaus haben. Alles gut. Wo haben wir denn die Aprikosen hingeschmissen? Ich habe einen Apfel in der Grünen gesehen und habe da auch einen Granatapfel dazu geworfen. Und den Aprikosen haben wir noch? Also wie gesagt, ich habe Auto-Chess jetzt locker 6-7 Stunden gespielt, wenn nicht sogar noch mehr. Ich habe da wahrscheinlich jetzt einen höheren Rang. So eine Melone könntest du jetzt auch essen. Ja, wir haben ein bisschen viel Essen. Wir hätten noch ein bisschen Erdbeerwein. Oder Kartoffelsaft. Erdbeerwein habe ich auch gerade dabei. Oder Blumenkohlsaft, was immer das ist. Oder Knoblauchsaft. Knoblauchsaft finde ich eine super Option. Knoblauchsaft finde ich irgendwie geiler als Blumenkohlsaft. Kann ich mir zumindest besser vorstellen. Es gibt ja auch Knoblauchschnaps und Bärlauchschnaps und so Zeug. Okay, Knoblauchschnaps habe ich nicht gehört. Ich bin so ein Depp.
Ist sehr schön, dass du es auch mal merkst, Felix. Ich habe gerade eine Hopfenrebe aus Versehen mit der Axt zerstört. Pflanze. So. Das sind auch schon wie kannst du nur... So, ja, Moment mal, warum sind denn die... Fertig lesen können. Ah, jetzt sind wieder die Trüffel bei den Tieren drin. Jetzt schmeißt die Maru schon wieder das Ding, das Glas weg. Die Sequenz hatte ich doch schon mal, oder? Oh nein! So in dem Ärzthäubchen sieht sie gar nicht so schlecht aus. Vielleicht nehme ich doch sie und nicht ihren Bruder. Die ganze Probe ist ruiniert. Harvey wird mich umbringen. Gab's neben irgendwo mal so einen Spruch? Titten, Techno und Kartoffelsalat, oder? Ah, das ist kein Spruch. Es gibt ein Lied, das heißt dicke Titten, Kartoffelsalat. Ja, weil ich guck grad. Ich fand Felix passender zusammen. Es kommt ohne Scheiß. Jedes, ich bin ja Faschingsgängerin und bei jedem Karneval kommt dieses Scheißlied und es ist, der Refrain geht nicht anders. Techno und Kartoffelsalat. Nein, ohne Techno, aber es ist wirklich nur, der Refrain ist Ole, 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 dicke Titten, Kartoffelsalat. Und mehr passiert in dem Lied einfach nicht. Ich hab das bloß mal gesehen auf dem Pfingsttreffen, da hatte das einer als Kennzeichen vorne dran. Als Show-Kennzeichen. Dachte ich mir so. Hä? Was? Da wusste ich von dem Trend noch nie. Das ist kein Trend, das ist ein altes Lied. Ja, ein Lied, aber das war an jeder Ratte dran. An jeder Ratte? Was können die armen Ratten dafür? Oh, Benni, eine Ratte ist ein runtergeranztes Auto. Was halt nach Rost aussieht, aber das so gewollt ist. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von dicke Titten Kartoffelsalat. Ohne Scheiße, das kriegt man auch nie wieder aus dem Kopf. Vor allem, wenn man übermüdet ist. Das ist so. Ein müdes Gehirn ist der Nährboden für so eine Scheiße. Und das darf ich jetzt die nächsten 3-4 Stunden hören. Na, dann sing's doch mal. Ja, genau, bei Apfelschnee ist es genauso. Musst du halt mal anmachen. Was ist genauso? Mach das jetzt nicht an. Bei Après-Ski kommt so Zeug auch immer. Warum liegt hier ein Galaxieschwert in der Truhe? Eine gute Frage. Ah, das ist, glaube ich, das für mich, ne? Weil jemand sich Neues gekauft hat und ich wollte meins noch tauschen. Nee, ich hab's doch gekauft für jemanden von euch. Oder so. Also ich hatte ein schlechtes, deswegen wollte man für mich eins Neues kaufen. Das Lied ist komplexer als Arsch und Titten, was nur aus diesen 3 Wörtern besteht. Ja. Heute hat Penny Geburtstag. Was mag ein Penny haben? Ja, Diamanten. Penny? Die hatte ich ja letztens. Ja, die hatte ich ja letztens nur gedatet gehabt, weil das ja mit Haley nie funktioniert hat. Ja, dann schenken mir der Frau halt typische Frauensachen. Diamanten. Typische Frauensachen, also jede Frau Diamanten mag. Ja, aber sehr viele. Davon. Diamonds are my girl's best friend oder so, ne? Also, genau. Wo ist denn die jetzt überhaupt? Ich mag Diamanten jetzt nicht unbedingt, aber ich hätte gern welche, die bringen gut Geld. Siehst du, schon magst du Diamanten. Tada! Bist aber mit Perlen eigentlich. Ich glaube, ich hätte da, wenn mir jetzt jemand irgendwas mit Diamanten schenken würde, ich hätte, glaube ich, ein echtes Gewissensproblem. Ob du das verkaufst oder behältst. Ja, tatsächlich, weil irgendwie, es wäre schon schön, es zu behalten und vor allen Dingen finde ich es auch irgendwie gut, wenn ich es geschenkt bekomme, wäre eh nochmal so eine Sache, ne? Dann fällt man sowieso nochmal eher. Auf der anderen Seite könnte ich mir so viele sehr, sehr notwendige Dinge kaufen. Was hast denn du aktuell für notwendige Dinge, die du brauchst? Ich hab Penny gebucht. Wo ist denn? Bobby schaltet ein und schreit Arsch und Titten. Das ist das erste, was man hört bei mir. Sehr schön. Sehr Moment. Schön. Felix, wo? Rechts, oberhalb vom Strand, Bürgermeisterhaus. Ich halte es ein bisschen auf. Also da, ich glaube, ich Penny weiß. Penny liebt auch Melonen, steht hier. Magst du hey, auch? Hey, Geburtstag! Erwein? Das Hallo, Gute an dir, Mann. Nein, es ist kein Gute. Es sieht zwar fast aus wie Dota, aber es ist leider kein Dota. Das Gute an Diamanten ist, man kann sie nicht essen. Naja, ich habe aber die Sonnenblume direkt vor mir gegessen. Ich habe ein Geschenk für dich. Das ist ja eher so, guck mal, was ich kann. Noch besser. Ich mach das auch immer so, wenn ich Leute was schenken möchte. Wenn du Leute beeindrucken willst, ja, dann gehst du hin und futterst eine Blume vor deren Gesicht. Und vor allem die Lieblingsblume noch. Ich habe noch nie den Battle Cup mitgespielt. Weiß nicht, ob ich diesen Samstag gerade anfangen werde. Was für ein Battle Cup? Ich hab's auch in Dota. Gespielt. Hab ich geschmiert gesagt? Nee, gespielt. Ey. Bei mir kam gespielt dann. Ihr könnt mich heute sehr verarschen mit Sachen, die ich gesagt habe oder nicht gehört habe, weil ich wirklich müde bin. Was, Lumi, du hast Sex gesagt? Was, ich hab nicht gesagt. Es geht um Arsch und Titten. Das hatten wir jetzt schon. Ich hab einen Kartoffelsalat. Aber ich finde es schon ziemlich wichtig, wenn man sich körperlich anstrengt, danach auch gut was zu essen, ja?
Dicke Titten, Kartoffelsalat. Ole, ole, ole. Weißt du, das Geilste an der Sache ist, wenn dir der Text mit dicke Titten, Kartoffelsalat noch zu kompliziert ist, kannst du hinterher immer noch das Ole, ole, ole mitgrölen, weißt du? Damit es noch einfacher ist, damit man es noch besoffener mitsingen kann. Damit du noch mehr saufen kannst. Damit du halt irgendwann, wenn du gar keine Worte mehr rauskriegst, noch mitmachen kannst. Ja. Ole, und wer hat jetzt heute Geburtstag und wo ist die Person? Die ist nach Hause gegangen inzwischen. Penny müsste im Wohnwagen jetzt sein. In welchem? Die wohnt doch gar nicht im Wohnwagen. Penny wohnt doch nicht im Wohnwagen. Rechts im Restaurant. Nee, die wohnt links unten, Penny. Die Penny Kinder betreut. Ach, die ist das, ja. Ist die kleinen Schüler unterrichtet. Die Betreuerin halt. Ja, aber bei Neri und du, Archangel, ist halt zumindest eher noch auf einer Ebene als ich. Und Schokolade brauche ich heute nicht. Oh, da steht sie ja noch mit den Kindern. Ich habe mir heute mal eine Pizza bestellt. Cool, Benny. Du stehst auf dem anderen Pier und ich stehe ganz links und fisch nur Müll. Tja. Ich fisch dir halt die guten Sachen weg. Lea. Du meinst außer Kinder und Penny. Dankeschön, Xan. Man darf nie auf seine Zuschauer hören. Lea ist jemand anders, ja. Lea kümmert sich um andere Sachen. Oh, das ist so. Hm? Sorry, Chat und ihr, es ist verwirrend. Archangel, du bist aber vom MMR höher als bei Neri, oder? Oh je. Larry, Leisure Suit Larry. Nee, das ist Leisure Suit. Ja, der Leisure Suit. Leisure Suit Larry. Boah, das ist besser. Du kannst besser eigentlich als ich. Ich geb's ja zu und auf. Ja, aber ich find die Aussprache so niedlich. Leisure Suit Larry. Ich wollte auch gerade sagen, das ist ja nicht auslachen, das ist einfach nur so. Man möchte ich irgendwie knuffen dafür, keine Ahnung, also liebevoll knuffen, nicht hauen. Oh, so, ich würde hauen. So. Ja, du schon, ich aber nicht. Ich würde ihn liebevoll in den Arm nehmen und sagen: Komm her, ich knuffe dich. Komm her, du, ich knuffe dich. Wisst ihr, Felix, du musst nur öfter so tun, als kannst du kein Englisch. Ja. Du Bierscherben vorher schicker. Oh Gott, Xan, ich kann da sowas von nachvollziehen und das ist schlimm. Ich glaube, ich würde das Lied, kann man das nicht aus der Playlist streichen oder so irgendwas? Was, dicke Titten Kartoffelsalat? Das Schlimmste an diesem Lied ist, dass es die Melodie hat von dem Lied, welches der Kongo in Civilization 6 als Hintergrundmusik hat. Deswegen kommt mir auch jedes Mal, wenn ich Civilization spiele und der Kongo da ist, dieses beschissene Lied in den Kopf. Das ist jetzt recht nerdy. Musste aus Command & Conquer zu wissen. Musst du Civilization modden, dass du ein anderes Lied kriegst. Das ist total creepy. Penny und so, die stehen hier 0 Uhr draußen mit den Kindern. Ja, aber gib ihr keinen Wein, den mag sie nicht. Ja, die betreut Kinder, die kann sie nicht besaufen. Man kann auch besoffen Kinder betreuen. Ist halt aber das eine gute Idee, aber man nicht in Stardew Valley. Ist ein gutes Spiel. So. Ich fand das immer sehr fragwürdig, wenn ich auf irgendwelchen Familienfesten war und alle betrunken waren und kleine Kinder anwesend sind. Was sind jetzt hier? Eiserne Klinge, Lava-Katana. Und zu ist das Lava-Katana jetzt für mich? Ich habe mit Binary noch nie gezockt. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich auf den gestoßen bin. Kannst du das Galaxieschwert hier von mir kriegen? Achso, du hast jetzt. Nö, alles gut, du hast jetzt Lava-Katana für dich genommen. Ich geh mal schlafen. Binary war mal. Ich glaube, ich habe mal zu dem. Nee. Er hat zu mir gehostet oder ich zu ihm? Ganz am Anfang, wo ich mit Dota angefangen hatte. Und dann gab es ein bisschen Reibereien, weil er einen Mitspieler hatte, der übelst in meinem Chat Leute getrollt hat. Das war meine erste Erfahrung mit Trolls. War nicht so schön. Rollen. Ich war mal eine Nachteule, aber ich gewöhne mich langsam an den Rhythmus auf dem Hof. Er fühlt sich natürlich an. Du wohnst hier auch schon 3 Monate. Na schon sogar schon. Enger eigentlich wohnen die auf dem Bauernhof. Ja, die sollte sich langsam dran gewöhnen. Jetzt ist es zu spät. Jetzt habe ich ihr den blöden Wein gegeben. An ihrem Geburtstag. Oh, ich kann eine Ölpresse herstellen. Luxus Geschwindwachs. Wir haben doch schon längst eine. Ich presse schon Öl. Und ich habe eine Gießkanneneffektivität dazu gebracht. Oh, ich Axteffekt. Wenn du hörst, dich manchmal so unglaublich.